Damen und Herren, liebes Publikum, wir, die Pumpernickel Company, Olivier, Alex, Norbert, begrüßen Sie herzlichst hier im Tinguely-Museum zu den Martinů-Festtagen. Wir waren schon einmal hier zu Gast vor etwa, ziemlich genau vor 2 Jahren. Und damals haben wir mit Bohuslav telefoniert. Bohuslav Martinů, Musiker, Komponist und Namensgeber dieses Festivals. Und er hatte damals schon so ein paar Ideen und auch Wünsche an uns, und die haben wir nun versucht auch zu beherzigen. Und daher haben wir ein kleines, feines Konzert vorbereitet, und hinter uns stehen schon bereit die Kinder- und Jugendchöre der Musikschulen Rien, Allschwil und aus dem Leimental unter der Leitung von Annemarie Gutbub. Dann, ich weiß nicht, ob vielleicht einige von Ihnen vor 2 Jahren schon dabei waren, damals ist sie noch spontan eingesprungen als Pianistin. Nun konnten wir sie von Anfang an für unser Projekt gewinnen. Am Flügel Nadia Carboni. Wunderbar. Das heißt, wir sind bereit, wir gehen alle auf unsere Plätze und wir wünschen Ihnen ein schönes Konzert. Genießen Sie den Abend. Viel Vergnügen. Seid ihr nicht eingesungen? Oh, und in der Garderobe, habt ihr euch nicht in der Garderobe ein? Meine Damen und Herren, die Musikschulen aus Rien, Leimental und das Allschwil singen sich ein, Annemarie. Wunderbar. So, die Pianistin ist bereit, Olli ist bereit, der Chor ist bereit. Robertius, bist du bereit? Wunderbar. Publikum, seid ihr bereit? Ja. Ja? Seid ihr aufgewärmt? Nein. Seid ihr Seid ihr eingesungen? Bist du eingesungen? Du denkst, du musst gar nicht singen. Ja, jetzt müssen wir das Programm ändern. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber ich denke, schon ein bisschen kalt jetzt. Ja, hier ist jetzt warm, aber ihr seid ja erst gerade reingekommen. Ich würde vorschlagen, wir stehen mal alle auf und wärmen uns ein bisschen ein. Wärmen. Sehr schön. Vielen Dank, Alex. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Ach, schön, dass ihr wieder steht. Das heißt, wir stehen gleich nochmal auf. Wunderbar. Und wir machen auch ein kleines Einwärmen auf tänzerische Hinsicht. Und Schritt. Sehr gut. Ein bisschen erstmal nur hin und her. Und wisst ihr was? Wir nehmen die Schultern dazu. Ein bisschen kreisende Schultern. Und was ich ganz vergessen habe, etwas mehr Hüfte. Mit Schulter und Hüfte. Bravo, super, vielen Dank. Sehr schön. Super. Ja. Jetzt haben wir genau die richtige Temperatur, denn ich werde es noch einmal versuchen. Ich werde jetzt Bohuslav anrufen und ihm sagen, wir sind bereit. Okay? Also, kleinen Moment. Und ich kenne die Nummer ja noch auswendig. Das ist die... Moment. Oder, Lena, ah, super. Ja, genau. Also, es liest für Leerstill. Also 0, 6. Jetzt die 1. Und jetzt die 3. Leerstill. Ja, bravo. Super. Ja, sehr danke. Ah, hallo. Hallo, Bohuslav. Ja. Ja, wir sind da. Es ist genau, Publikum ist da, sind alle pünktlich, richtig, ja. Ja, die Pianistin, ja, sie ist die Nadja, ja, wir haben sie, genau. Ja, jetzt, nee, jetzt trägt sie das Haar offen, ich weiß, vor 2 Jahren war es zusammen, aber jetzt, ja, genau, danke. Ja, und der Chor, Moment, der Chor, ja, der Chor, ist der Chor bereit? Ja! Wunderbar, also, das machen wir. Und mit ein paar Liedern von dir. Super, das machen wir. Okay, merci. Ja, gut, merci. Tschüss. Also, lieben Gruß an alle. Und er sagt, viel Vergnügen, Annemarie. bin Norbert. Und wer sind Sie? Also ich meine, woher haben Sie eigentlich diese Nummer? Ich meine, wir sind hier in einem Konzert und genau, ja. Mhm. Wie Ihr Museum, Ihr Haus. Was? Jean? Jeannot? Moment. Das ist Jean Tinguely. Ja, ja, hallo? Jean? Ja, wir machen ein kleines Konzert hier in deinem Haus. Mhm. Ja. Mhm. Ja, es hat Publikum. Ja, und ja, richtig, die Musikmaschinen, die großen sind alle da. Das ist richtig, ja. Nein, die sind abgestellt. Das ist ja wegen dem Konzert. Das wäre jetzt wirklich sehr laut, wenn das so, ja. Ah, oh. Ah ja. Ja, das wollte die Museumsleitung, dass wir die abstellen. Mhm. Oh, du liebst den Klang von Metall. Das so. Mhm. Okay, ich frage mal nach. Ja? Kleinen Moment. Haben wir Metall dabei? Wir haben nicht so viel dabei, aber ja. Wo? Die Werkstatt, hier im Keller vom Museum gibt es eine Werkstatt. Deine Werkstatt, okay, ja. So, ja, die wird, ich bin ziemlich sicher, die wird abgeschlossen sein, ja. Wo ist denn? Der Schlüssel. Ah, okay, der Schlüssel. Ja, Moment, kleinen Moment. Moment, ich schicke jemanden, der Arthur, ich schicke den Arthur. Also, genau, Arthur, du musst mal von der Bühne runter. Ganz runter, so. Nee, kannst hier vorne, genau, da vorne runter. Und jetzt musst du links zu der großen Maschine und da ist irgendwo so ein Schild, Nummer 4, irgendwo dahinter. Ist da was? Hast du ihn? Super. Okay, ja, er ist noch da. Ja, der Schlüssel ist noch da. Ja, wir haben nicht so viel aufgeräumt hier. Ja? Super. Schön. Okay, jetzt, wie finden wir denn deine Werkstatt? Aha. Okay. Oh, Moment, stopp, das musst du dem Arthur sagen. Kleinen Moment. Ist gut? Du weißt Bescheid? Ja. Und alles mitnehmen, was da rumliegt. Genauso Metallschalen, Schrauben. Okay, das machen wir. Jo, okay, gut. Ja, ich leg mich auf. Du kannst zuhören. Okay, kein Problem. Lieber Chor, wenn ich sage jetzt, dann folgt ihr dem Arthur in die Werkstatt. Er kennt den Weg. Jetzt. Dir gefallen? Ja, es war zum Teil, jetzt am Ende war es ruhig, aber davor war es richtig laut. Ja, das war genau wie bei einem Schmied, in einer Werkstatt. Ja, der ganze Chor, ja, alle haben kräftig auf die Boiler gehauen. Ja, genau. Ja, nur der Chor. Nein, das Publikum nicht. Nein, so viele Boiler haben wir doch nicht gefunden in der... Nein, genau, aber der ganze Chor war dabei, wie ein Schmied. Alle sollten mal schmieden, ja. Ja, ich glaube, es kommt gerade eine Lösung von links. Okay, ja, wir haben eine Lösung, wunderbar. Also... Wir haben uns ja am Anfang aufgewärmt, das war ja kein Zufall, das war ja nicht nur zum Spaß, sondern es ist, Jean Tinguely hat ja auch Norbert vorhin gesagt, wirklich sehr wichtig, dass ihr alle wisst, wie man eigentlich so einen Boiler schmiedet. Und alle diese Kunstwerke, die ihr hier seht, das wurde mit viel Schmiedenarbeit hergestellt. Das stimmt, oder? Frag ihn doch nochmal. Gut, höchste Zeit, dass wir ein paar Übungen machen, um uns einzuschmieden. Stehen wir mal zusammen auf und guckt mal gut zu. Das werden wir sofort lösen, die Mami, ach nee, der Papi. Das geht auch. Das würde wunderbar passen. Jean, hast du das mitbekommen? Ja, das ist... Ja, jetzt waren alle dabei. Ja, das hat man gehört. Das würde jetzt bedeuten, wir haben ein ganz tolles Lied dafür. Der kleine Schmied. Annemarie, das würde gut passen. Telefonverkehr. Aber wieso? Hallo? Ich weiß nicht. Moment. Entschuldigung, haben Sie vielleicht eine Leiter gesehen? Also wenn ich sage jetzt, dann... wisst ihr wirklich, wo eine Leiter jetzt? Okay, also wenn ich sage jetzt, dann holt mal jetzt. Vorsicht, ja, Vorsicht. Ja, ich komme ja nicht dran. Ich brauche die Leiter. Ja, genau, Sie haben eine Leiter, wunderbar. Vielleicht kommt doch durch den Mittelgang. Ihr müsstet kurz hier frei machen. Könnt ihr kurz, hier kommt... Genau, sehr gut. Ja, durch den Mittelgang, Vorsicht mit euren Füßen. Ja, sehr gut. Also wo habt ihr die Leiter her? Also, müssen wir zurückgehen, ne? Okay, jetzt hier lang, Vorsicht. Oh, Vorsicht, hier müssen wir aufmachen. Ja, genau, Vorsicht, Stativ. Das ist gut. Ah, das macht nichts. Das können wir reparieren. Jetzt am besten hier die Leiter runter. Aber, nein, hier runter. Ja, genau, dann nach oben. Laurent, bitte die Leiter entgegennehmen. Sehr schön. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Genau, jetzt die Leiter hier ran. Die Leiter hier ran. Das ist gut. Okay, halt. Sehr schön. Das Wichtigste bitte gut festhalten. Haltet ihr? Ja, alles klar? Wir haben doch ganz am Anfang auch was mit der Hüfte gemacht. Darum mein Vorschlag, wir machen gleich mit. Steht gleich mal auf. Annemarie, wir hätten gerne noch mal 2 Strophen. Wir machen gleich mit. Ja, wir machen gleich das Ganze, also 2 Strophen vom Maikli mit Gesang. Ihr macht einfach mit uns mit. Bravo, toll! Schön! Sehr schön! Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Bravo! Ganz schön. Was? Wer war am Telefon? Ach so, ja, natürlich. Am Telefon, da war der Robert Kolinski, das ist der Leiter des Festivals. Er kann gerade nicht hier sein, er ist am Flughafen, aber er wollte einfach mal so hören, wie es läuft. Und er hat aber noch einen Wunsch geäußert. Er hätte sehr gerne noch ein Martinů-Lied und dann, was bietet sich besser an? Annemarie, der verlorene Schuh von Martinů. Überzeugt? Dann werden wir nochmal A Smiley singen. Und wisst ihr was? Ihr zwei da vorne, ihr tanzt mit. Okay? Noch einmal zwei Strophen. Nein, wir machen eine Strophe Smiley.